Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Moment. Fünf wollte ich gerade sagen. Wir haben ein paar Sachen zu tun. Aber nicht viel. Oh Gott, wie spricht man es aus? Q-Left. Übrigens, dies ist Teil 14. Oder eigentlich Teil 4 oder 3 eines Live-Let's-Play-Streams, bis ESO Morrowind ESO Summer's End rauskommt, dann wird das hier ersetzt. Und ja, willkommen zum Samstags-Stream. Das Ganze ist interaktiv teilweise, also dann wollen wir es auch interaktiv halten. Ich denke mal, wir gehen hier oben hin. So, dann haben wir jetzt was zu tun. Motion Sickness activated. Ruckeln aktiviert. Ich glaube, ich muss hier. Ah ja, doch, hier geht's lang. Ich muss zurück zur Hauptstraße und von dort aus nach oben laufen. Die steinernen Stufen sehen schon cool aus, muss man sagen. Sehen schon aus wie echt. So, gehen wir rechts lang. Da müssten wir eigentlich nach Norden gehen. Mehr nicht. Ich lese nochmal die Quest vor, damit ihr wisst, um was es geht. Herrin Drata ist aus ihrer lähmenden Krankheit erwacht und hat klargestellt, dass sie den Tod ein Schnippchen schlagen will. Entschuldigung, dass sie dem Tod ein Schnippchen schlagen willen. Sieben dädrische Relikte, die man die Steine des Kaltfeuers nennt, könnten der Schlüssel sein, um unsterblich zu werden. Laut Herrin Drata sind die Steine des Kaltfeuers in sieben dädrische Schreien verborgen. Ashal Malvia, Balur, Esutanamus, Kushtashpi, Ramimilk, oh Gott, Jansiramus und Tussenent. Ich muss diese Schreine aufsuchen und mir aus jedem einen Stein holen. Ich muss mir einen Stein holen. Ein Stein, der liegt dort frein. Den hau ich dann noch kurz und klein. Mit machtvoller Stimme schrei ich ihn direkt an. Das ist ein Gegner? Ne, das ist ein Nixochse. Das Ding ist richtig eklig. Platsch, tot. Matsch. Kurz eine Frage an den Chat. Kann man mich noch sehen? Weil irgendwas sagt, irgendein X-Blitz sagt mir gerade was ganz anderes. Was ich glaube, irgendwann, wenn die Lizenz wieder aufläuft, werde ich versuchen, mich mit OBS durchzuschlagen. Also das, auch wenn ich nicht klarkomme, mit dem Programm. Ey, hör auf, dich zu rollen, Mann. Es gibt keinen Grund, sich wegzurollen. Okay. Der Chat sagt, es ist alles okay. Dann bin ich ja beruhigt, dann kann man mich ja noch sehen. So. Oder geschweige denn, sehen kann man mich nicht, weil niemand will mich sehen. Ich will mich nicht mal selbst sehen. Außer den Avatar, den will ich mal... wieder aktivieren. Das mache ich aber nur an Freitag. Ne, ich will jetzt nicht gegen ein Feuerdrumnarchen kämpfen, die sind Hardcore-Gegner. Doch, ich will. Da ist eine Rune. Merke, ich bin kein Magier. Ich kann nicht aus der Ferne angreifen. Gott. Das ist schon eine Woche her, ist bei dem letzten Stream und... Da
Hier komme ich ja gar nicht klar mit der Störung, wenn das länger als 2 Wochen her ist, dass ich zocke. So. Wir waren, wo waren wir? Der Stein, genau. Scump. Wer möchte jemand Scumpies? Wir sind... Ach, ich hasse Scumpies, ich mag die nicht. Ich habe sie nie gegessen, ich will sie auch nicht essen. Die sehen so schleimig aus und... Bäh. Das ist genauso, als wenn man Heuschrecken essen möchte. Was, der hat's überlebt? Krass, jetzt bin ich beeindruckt. Er hat die Schaben überlebt. Ach, eine Truhe. Ja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Kupfer. Oh, scheiß Quicksave-Reflex, ey. Ich wollte schon wieder einen Reflex nehmen. So, wir haben den Stein von Kushtapspi gelöscht. Er ist jetzt unser. Und das war's hier, ne? Mehr haben wir, glaube ich, auch nicht in der näheren Umgebung. Nein. Gut. Jetzt möchte ich hier wieder runter. Das ist auch noch da hinten. Okay, dann können wir uns aber auch die Inseln hier vorne mal ansehen, weil die habe ich ja letztens nicht begutachtet. Och, kann ich da rüber schwimmen? Oder sterbe ich dann direkt? Ich schaue mir das mal an. Wir haben Zeit. So. Automatisches Laufen aktiviert. Ne. Okay, da kann man nicht lang. Ja, ist ja gut. Ich höre auf. Ich gehe weg. Automatisches Laufen deaktiviert. Achtung, Zitat. Sie werden angegriffen. Ausweichmanöver einleiten. Nein, weiter! Zitat Ende. Wer weiß, wovon das Zitat kommt. Wer das weiß, den mag ich ganz besonders. So. Dann, ja, gut, dann nehmen wir erstmal hier den Gang da. Dann nehmen wir das. Oh Gott, was ist denn das? Daragatz. Daragatz. Typus Mittelboss. Schwierigkeitsgrad demnach mittelschwer. Hunger? Oh nee. Es gibt. Nee. Nicht Hunger. Nee. Wenn es Hunger gibt, gibt es auch Abomination. Lass mich in Ruhe. Das glaubt ihr, jetzt fragt ihr euch warum. Warum habe ich so große Angst? Schaut, Skyrim. Fick dich, Scump. Oh, fickt euch, Scump. Schaut mein Let's Play Skyrim. Und zwar nicht das, jetzt sei mal ruhig. Ich muss hier was erklären. Denn der schaut am besten mein Skyrim Let's Play, und zwar das Ursprungs Let's Play, also nicht das wie heißt das? Nicht das Special Edition. Och. Ah! Lass mich! Nee, mach die alleine. Fuck, wo gehst du hier raus? Scheiße, noch einer. Shit. Ich will die nicht sehen. Lass mich in Ruhe. Ja, lieber sterbe. Weg. Oh scheiße, ich habe keine Ausdauer. Ich will keinen Hunger haben. Nein, 5000 Scampen folgen mir. Oh Mann, meine Stimme macht gerade nicht mit. Oh ne, warum bauen sie jetzt sowas ein? Die haben doch nicht etwa die Mod gesehen, oder? Die schauen am besten mein Skyrim-Let's Play, das Ursprungs-Let's Play, weil da
gibt es nämlich, da habe ich auch so verschiedene Mods durchgezogen, also so wie Falskar und Enderal prinzipiell, aber auch Summer's End gibt es da. Und da gibt es auch Gegner, die nennen sich Hunger und die sehen ähnlich aus. Und ich war von diesen kostenlosen Modifikationen, ich habe sie auch bewertet, war ich nicht ganz so zufrieden. Die hat zwar kam noch relativ gut weg, aber schulnotentechnisch würde man sagen, das wäre eine 4 gewesen. So, wie komme ich jetzt in die Richtung? Und da gab es Hunger und da gab es auch Gegner, die hier hießen Abomination. Also so Abscheulichkeit heißt das auf Deutsch, aber oh Gott. Kannst du nicht solche Gegner hier einbauen? Ihr spinnt wohl. Wie kommt ZeniMax auf die Idee, solche Kackhaufen einzubauen? Wir sind hier nicht bei Slenderman oder bei Soma oder Amnesia. Das ist das erste Mal, dass ich diese Wichsviecher hier sehe. Meine Fresse, heilige Kloschüssel. Wollte gerade sagen, wo ist die Musik? Dann hätte ich jetzt fast angefangen, selbst Musik einzuspielen. Aber ich hasse das, wenn hier keine Musik läuft. So. Vor allem der Hunger hat mich auch noch festgehalten. Die haben ja richtig fies Scheiß-Attacken am Start. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Gegner hier von vornherein schon da waren? Die sind neu. Und mit Perwoll gewaschen. So, wo geht's denn hier rein? Aschecks viel wilder. Nchuleft-Gewölbe. Ah, gut. Nchuleft entdeckt. Ach, cool, jemand Großes, der mir die Gegner vom Hals lässt. Das ist gut. Den folge ich am besten. Ah, jemand Großes, der die Gegner schon längst weggemacht hat. Gut, den folge ich nicht. Okay, dann gehe ich wieder. Wie geht's denn da unten weiter? Warum? Wo ist denn der Sinn? Ja, ihr seid unwichtige Gegner. Mit euch will kein Mensch zu tun haben. Ruinen von Chuleft. Okay. Geh ich mal dahin, ne? Gott, was ist denn das für. Jetzt fangen die schon so an, ne? Geil. Eisenschwert. Sind die Gegner jetzt im Moment nicht. Vor allem, wenn irgendwie ein anderer jemand anderen ins Kreuz springt. Tiefen von Schnullert. Ja, klar, nach den Ruinen kommen immer die Tiefen. Je tiefer. Ach du Scheiße, wir sind in der Hölle gelangt, so tief ist das. Das sieht aus wie der Weltboss da hinten. Typ, ja, Verliesboss. Ist aber keine, ist nur eine Dwemer-Sphäre. Das ist der Fanboss. Der Fanboss. Abgeschlossen, to left. Sehr gut. Erforscher von Chuleftink. Chulefting. Also wir sind in der Hölle gelandet, so wie es aussieht. Irgendwie müssten hier gleich anfangen, Teufel vorbeizukommen und uns auszuräuchern.
Tja. It's getting hot in here. La 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 la. Den Text kenne ich nicht. Ein Dwemer Centurio, den Logans Nachfolger in Skyrim mit zwei Schlägen, also der in Werwolf-Form platt gemacht hat. In zwei Schlägen. Das Ding. Wie komme ich jetzt hier weiter? Vor allem, wo geht's überhaupt weiter hier? Das ist so ein halbes Labyrinth hier unten. Ich suche jetzt eigentlich nur noch nach der Himmel. Ah, gut gefunden. Nach dem habe ich gesucht. Eins von drei Scherben absorbiert. Hä? Das ist doch hier. Ach, das ist ein. Ach so, das ist ja so ein Sparta-Helm. Okay. Gut, dann gehe ich den Weg wieder zurück. Das war ja einfach. Leicht verdient. Weltboss gefunden. Gott, was ist denn das für ein Schlag gewesen? Mein Charakter hat auf einmal lang von links nach rechts gezogen. Find's auch geil. Der Schlag sah eher langsam aus, als dass er schnell war. Das Eis hat mich hier getroffen anstatt den.